Willkommen zurück, meine Lieben, hier bei FTL. Wir sind im zweiten Round und im zweiten Sektor in einem Sultan-Gebiet. Du erreichst den Sultan-Raum. Diese Spezies ist nicht gerade dafür bekannt, Geschenke zu verteilen, aber sie werden sich immer anhören, was du zu sagen hast. Okay, schauen wir uns die Karte an. Vieles, was im Nebel ist. Nebel, habe ich das Gefühl, ist eigentlich gar nicht so schlecht für uns. Ich würde ganz gerne irgendwie zum Händler kommen, aber ich weiß nicht, ob uns das vergönnt ist. Du wechselst durch die Breitbandkommunikationskanäle, als du ankommst, aber du hörst nur Rauschen. Okay, das heißt, hier ist nichts zu holen. Schade. Weiter geht es. Treibstoff wird langsam ein bisschen knapp. Scheinbar wurde ein automatischer Rebellenaufkleber im Nil positioniert. Ich weiß nicht, ob das Raketen sind. Ich gehe mal dahin. Schilde sind okay. Drohne gibt es keine. Boah, die Waffen laden aber langsam. Okay, Schilde halten. Das heißt, im Prinzip können wir auf die gegnerischen Schilde gehen. Es ist, ist egal, wenn er schießt. Und ich denke, so machen wir einfach mehr Schaden. Und dann ist er schneller tot. So, wenn jetzt beide treffen, dann haben wir ihn. Oh, Sprung steht bevor. Dammit. Okay, das habe ich zu spät mitgekriegt. Unschön. Geh mal da eins zurück. Energieaufhetzer. Auch zwei Waffen. Keine Drohnen. Wie in vielen Bereichen im Gebiet des Sultan haben sich die Bewohner dieses Sektors gut auf den galaktischen Krieg vorbereitet. Das Militär scheint es aufgegeben zu haben, mit Fremden zu reden. Greift stattdessen einfach an. Okay. Ich glaube, es sind beides Energiewaffen. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, erstmal auf die Waffensysteme. Ich weiß nicht, wie viel Schaden die machen. Dex könnte sein, dass der 2 macht. Ja. Schlecht. Oh, verfehlt. Oh. Geh zum O2. Okay, Waffen sind einigermaßen deaktiviert. So, O2 wieder reparieren, dann müssten wir eigentlich okay sein. Ich würde ganz gerne wissen, jeweils wie viel Schaden die verursachen, aber es ist schwierig zu sehen. Okay, wir haben den Energieaufhetzer. Eine Rakete. Bisschen Scrap. José müsste... Das bist du. Du gehst mal in die Krankenstation. Okay. Hochgeheilt. Das heißt, jeder wieder auf Position, bitte. Wir haben es einigermaßen überlebt. Die Hülle ist zwar ein bisschen beschädigt, aber wir haben relativ viel Scrap, das wir dann verwenden können. Oh, da wäre ein Shop. Gehen wir dahin. Schauen wir, ob wir irgendwie was Vernünftiges kriegen. Ein Menschenschiff meldet sich. Meine Freunde, bitte, es gibt nichts, was ich nicht habe. Und was ich nicht kriegen kann, ist es auch nicht wert. Wie wäre es mit einer Runde durch meinen LAN? Okay, was hast du? Also, wir können uns alles reparieren für 20. FTL-Ladeverstärker. Nein. Köderbojen hinterlässt ein falsches Signal im Sektor, um Rebellen um einen Sprung zu verzögern. Schrottbergungsarm. Ermöglicht dem Schiff, von jeder Quelle 10% mehr Schrott zu sammeln. Das wäre wahrscheinlich eine gute Investition jetzt early. Okay, da gibt es eine zweite Seite. Drohnensteuerung. Versorgt das Schiff mit Energie.
Kauf beinhaltet Systemreparaturdrohne. Gedankenkontrolle. Also wenn, dann würde ich schon... Was haben wir für... Okay, es gibt hier Drohnen. Waffensysteme hat er keine. Schrottbergungsarm wäre eine Überlegung wert. Aber ich denke mal... Wir nehmen die Drohnensteuerung. Und vielleicht einmal noch das da. So, der Rest ist... ich denke, wir sind okay. Also, jetzt müssten wir doch... hier, die Kampfdrohne ausrüsten können. Benötigte Energie 2. Das heißt... Wir bräuchten generell mehr Energie. Okay, ich hau mal eins in die Systemreparaturdrohne. Die Kampfdrohne ist jetzt, glaube ich, momentan nicht so sonderlich super wichtig. Von dem her soll das okay sein. Das, ich glaube, reparieren ist fast wichtiger. Macht die Drohne das automatisch? Wir werden sehen. Okay, jetzt müssen wir weg von hier. Sonst holen uns die Schweine ein. Nein, das machen wir nicht. Okay, ich denke mal, wir gehen in den Nebel. Das müsste sie ja auch verlangsamen. Im Inneren des Nebels entdeckst du einen einzelnen Planeten, auf dessen Oberfläche ein riesiger Monolith sogar mit bloßem Auge zu erkennen ist. Ein Sultanälster ruft dich vom Planeten aus. Durch Zufall oder Absicht haben sie das große Auge entdeckt. Blicken sie in seine Tiefe und erhalten sie, was sie verdient haben. Okay. Eine Heilbombe. Als du dich näherst, ertönt eine alte Alienstimme. Ihre Mission hat ihnen große Kämpfe gebracht und große Verluste. Dies lindert ihren Schmerz. Einige Minuten später wird dir gemeldet, dass auf dem Schiff medizinische Ausrüstung erschienen ist. Okay. Heilbombe. Selbst teleportierende Heilungseinheit, die alte Crewmitglieder im Raum heilt. Kann eigenes Schiff ins Ziel nehmen. Okay, gut zu wissen. Ist jetzt nicht sonderlich wichtig für den Moment, weil wir ja... Ich weiß nicht, ob das besser ist. Da müssen die Leute nicht mehr zur Krankenstation, gehe ich mal von aus. Ich denke, wir gehen hier hoch und dann irgendwie dadurch. Bleiben erstmal im Nebel. Während du darauf wartest, dass der FDA darüber aufklären wird, rechnest du jedes Mal mit einem Hinterhalt, doch es bleibt ruhig. Okay. Weiterer Shop. Haben jetzt nicht so die nötigen Ressourcen. Gehen wir erstmal dahin. Ja, vielleicht kriegen wir ein bisschen was. Okay. Erstmal pausieren. Ich weiß nicht, was das für eine Waffe ist. Wir werden sehen. Das Ding wird feuern. Okay. Ach komm, schießt die Artemis-Rakete auch ab? Antrieb ist okay. Unsere Reparaturdrohne macht das. So, Artemis-Rakete brauchen wir jetzt momentan nicht mehr. Und die Reparaturdrohne macht den Rest. Nützlich, das Ding. Ein bisschen Schaden genommen, weil das durch unsere Schilde ging. Aber ich denke mal, das ist okay. Und platt. Fantastisch. Das können wir sehr gut gebrauchen. Alles können wir eigentlich sehr gut gebrauchen. Nein, rückgängig. Warte mal. Erstmal gehen wir zum Händler. Schauen, was der hat.
können uns voll heilen für 20. Ich glaube aber, es ist noch nicht unbedingt notwendig. Okay, wir können Waffen kaufen. Das ist schon mal super. Wir können Crews anheuern. Mantis, Sultan, Mensch. Die Nichtachtung des Individuums durch die Mantis hat aus ihnen ein grausames Kriegervolk gemacht. Verursacht 1,5-fachen Schaden im Kampf, 1,2-fache Bewegung, halbe Reparaturgeschwindigkeit. Das ist wahrscheinlich Default. Versorgt genutztes System mit Energie. Maximale Gesundheit sinkt auf 70. Minus 15 Schaden gegen feindliche Crew bei Tod. Wir haben auch Waffensysteme, die wir uns alle nicht kaufen können. Von dem her lese ich die mir jetzt erst gar nicht durch. Ja, weil sonst bin ich nur enttäuscht. Hülle aktuell 18. Ich denke, wir kaufen einmal das. Und der Rest ist soweit okay. Ich weiß nicht, wofür wir die genau brauchen. Seite 2 können wir uns alles nichts leisten. Okay, dann würde ich sagen, einmal mehr Energie und steck das doch. Kein feindliches Schiff. Ich denke, wir stecken das in den Kampfdrohne. Jetzt ist die Frage. Hier hoch? Wir können dann von da auch da unten hingehen. Von dem her, ich glaube, das ist eine gute Sache. Autobeobachter. Ja, greif an. Was ist das? Was mit ihm? Wird kontrolliert. Das ist schlecht. Du gehst in den Waffensystemen. Können wir... Kann ich dir sagen, du sollst auf das Ding da gehen? Ja, mach das da mal weg. Okay, du greifst automatisch an. Okay, hat gepasst, geht zum O2. Du gehst auch zum O2, dann ist es ein bisschen, geht es ein bisschen schneller. Da. Okay. Alles wieder im grünen Bereich. Irgendjemand braucht noch Heilung. Sehr schön. So, alle sind gesund. Wir können uns wieder verteilen. Hat gepasst. Eins zum Antrieb, FTL. Ich denke, wir gehen hier hin. Vielleicht können wir da noch einen Abstecher nach da machen. Es gibt einige mineralreiche Asteroiden, die die Sultan unberührt gelassen haben, aber du besitzt nicht die notwendigen Ausrüstungen, sie abzubauen. Ich hätte jetzt gehofft, dass wir einen Kampf haben. Mach das Ding da raus. Dann würde ich sagen, hier hin und dann zum Ausgang. Leider geht uns das Zeug da langsam raus. Das Ding hat 2 Schilde. Gar nicht gut. Engi-Bomber. Noch 2 Waffensysteme. Ist jetzt die Frage, greifen wir die Waffensysteme an oder greifen wir die Schilde an? Ich glaube, dass hier die Ding hier geht und durch die Schilde durch. Oh. Plus unsere Drohne wurde zerstört. Drohne wird nach unerwarteter Zerstörung neu gebaut. Okay, das heißt, wir...
das Ding hier ist fast nutzlos, weil die zwei Schilde haben. Greift die Schilde an. Und ja, dann haben wir das Ding zumindest. Eine Rakete, ein Sensording um 25 Scrap. Okay. Ich denke, wir sparen das auf für den Händler. Auf geht's ins nächste Gebiet. Ein Geschäft suchen, der das dir etwas verkaufen will. 54. Wir können auch Sachen verkaufen. Wie kann ich das verkaufen? Ausrüsten oder Ausbauten in diese Box ziehen, um sie zu verkaufen. Okay. Weil das brauchen wir nicht. Dann hätte ich ganz gerne... Der hier würde das System mit Energie versorgen. Das ist ein Engi. Doppelte Reparaturgeschwindigkeit, versucht halber Schaden. Ein weiteres Crewmitglied wäre nicht schlecht. Was ist das hier? Eine Abwehrdrohne, 2 feuert. Schneller als Typ Eisen, kann Laserschüsse abwehren. Benötigte Energie 3. Das ist viel. Ich denke, wir nehmen Bomb-VM mit. So, Bomb-VM. Du gehst hier rüber. Bomb-VM, Waffensysteme. So, ich... Und du versorgst das mit einem Energie. Das heißt, wir haben ein bisschen mehr übrig. Wir können das Ding anschalten. Und gehen in den nächsten Sektor. Ich denke, wir gehen in den unbekannten Nebel. Wir haben ganz gute Erfahrungen mit dem Nebel gemacht. Aber, meine Lieben, wir machen an dieser Stelle erstmal einen Break. Und hier geht es dann in der nächsten Episode weiter. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann, macht's gut, euer Northgate.